Hallo und herzlich willkommen hier zu Enshrouded. Es geht wieder weiter hier. Ja, Leute. Und heute. Mal schauen, was wir heute. Ne? So, ich habe ja gedacht, wir gehen immer noch Surahs Rast. Ja. Nach wie vor, die Karte ist noch verhüllt. Ne? Gut, wobei, wir haben jetzt eine höhere Persierstufe. Das Miasma. Ich möchte es nochmal unter den Amseln hier versuchen. Also eine Geistergleiter eventuell bekommen. Mehr geht jetzt ja auch nicht mehr. Ja, was halt auch ein bisschen bei der Karte merkwürdig ist, dass wir hier Punkte haben. Hier wird zum Beispiel den Punkt hier und den Punkt, der aufgedeckt ist. Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ja, das Problem, ja, ist schon bekannt irgendwie. Also zumindest hat ein anderes Spiel auch so ein Problem. Und gerade in dem Bezug, dass sie ihre Grafikeinstellung verändert hatten im Spiel. Und dass auf einmal dann die Karte dadurch wieder verdeckt war. Also ich meine halt mit den Markern, die sie schon freigeschaltet hatten, jo, aber dass hier dieser Nebel wieder auf der Karte liegt, ne? Ich habe jetzt einmal in den Einstellungen des Spiels geguckt, also in den Server-Einstellungen. Ich kann leider nicht einschalten, dass die Karte generell aufgedeckt ist, ne? Dass praktisch der Nebel weg ist. Es wäre zwar nice, aber ja gut, wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich. Was willst du da machen, ne? So. Mythos der Riesen. Okay, naja, wir werden wieder hier runtergehen. Mit der Wurzel. Das heißt, warte mal. Das möchte ich als aktive Quest haben. Ich bin mal gespannt, ob uns dann der Kleider zur Verfügung gestellt wird oder ob wir den selber wieder craften müssen. Mit Gegenständen dann hier oder so. Das weiß ich halt nicht, ne? Da habe ich da gesagt, ich gehe da am Weg entlang. Das können wir ja mal machen, ne? Apropos, wie schaut es denn eigentlich hier mit unseren Fähigkeiten aus mittlerweile? Wir haben 6 Fähigkeitenpunkte. Okay. Mhm. Ja, wir würden ja mehr bekommen, wenn wir natürlich noch weiter leveln könnten. Im Moment aber ja, mit Table funktioniert im Moment ja nicht mehr. Daher, ich weiß gar nicht, wie viel man insgesamt an Punkte bräuchte, um alles, wirklich alles freischalten zu können. Ich meine, es hat ja auch verschiedene Änderungen hier im Baum gegeben, zum Beispiel hier. Ne? Das kam neu dazu, deswegen haben wir das nicht, aber wir waren da schon weiter und deswegen konnten wir hier oben freischalten, ne? Ganze Sache. Man, das kam jetzt alles mit dem Dolch irgendwie. Also, vergiftete Klingen, das ist nur, wenn ich Dolche habe. Das ist eigentlich ein bisschen doof, warum ich das generell auf Waffen auftragen kann, dann auch so. Und hier gibt es ja noch Multischüsse beim Waldläufer und so weiter. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Kontersalve, ja gut. Ja. Adlerauge zoom beim Deal mit dem Bogen. Es bringt nur leider nicht so arg viel, wenn man zoomt. Weil deswegen schießt er auch nicht genauer oder so. Du musst trotzdem dann höher halten oder so. Ja, ich lasse es einfach mal. Wir haben 6 Punkte hier noch offen. Die verteile ich jetzt mal nicht. Wir werden hier noch mehr bekommen. So, welches Wegle? Können wir hier oben reingucken? Hat das hier schon? Das war das Ausgrabungslager. Okay, dann gehen wir aber hier unten wieder weiter den Weg. Ja, ich glaube, man merkt das schon, wie es ein Unterschied, wenn man auf dem Weg sich bewegt oder in der freien Pampa läuft, wegen der Ausdauer da hier. Mal das Safran, den nehme ich natürlich mit. Da ich ja selber keinen Anbau, aber ja. Ich meine, immer das, was ich so in der freien Natur hier finden kann, das ist mir lieber, wie wenn ich das was selber anbauen muss. Ich meine, gut, dass man es anbauen kann. Aber man muss halt dazu auch die Zeit aufwenden, ne? Dass man es dann irgendwann wieder erntet und so. Ne? Naja, da kommt wieder so ein Viech eingeflogen. Das ist halt das Problem, ne? Dem ist schon hier
anhalten, richtig. Und das kriege ich, wenn ich den Zoom habe, dann auch nicht besser hier. Da kommt der nächste. Der hat mich, glaube ich, nicht registriert. Ja, der wechselt hier gerade die Position ständig. Also das wird zu hoch angehalten, ja. Ach, Mann. Ist egal, wenn er mich jetzt nicht gesehen hat. Ist es mir recht. Ich lauf meinen Weg hier weiter. So, die Drachen, die greifen mich ja nicht an. Das andere, das sind wahrscheinlich verdorbene Drachen. Deswegen greifen die an. Das ist jedes Tier. Knochensplitter Ausgrabungslager. Na komm, das können wir auch gleich mal mitnehmen. Dass wir wenigstens irgendwas auf dem Weg machen oder so. Ne? Da gibt es irgendwo ein Schriftstück oder was zu lesen. Plündern. Sandstein, wow. Dermaßen geil. Hätte ich mir schon immer gewünscht. Federn. Da ist eine Truhe, aber da ist wahrscheinlich billig was drin. Holzpfeile, wie lustig. Wow. Und Standardheiltränkle. Das ist ja lame. Richtig lame. Warte mal, hier ist was zum Hochklettern. Voila. Ja. Na. Ich komme da nicht dran, Leute. Was soll denn das? Mir ist verarschen, warte mal. Ja, das war jetzt wieder bescheuert. Dumm zum Fliegen. Ja, da kann ich gleich hier hochhangeln, wenn es jetzt soweit ist. Ja. Aber jetzt hat es geklappt. Ja, aber normal hätte ich doch da auch ranspringen können, oder? So, was ist da drin? Ein neuer Bogen. Naja, gut, Level 25 lässt er sich erweitern. Kraft 33. Nehmen wir mal einfach mal mit. Das schauen wir uns später an, das Gerät. Das nochmal Fragezeichen. Knochenspieler Ausgrabungslager. Ja gut, ist da noch irgendwas Besonderes? Oder sind es nur hier die paar Zeltle, wo hier rumstehen? Das ist noch eine Truhe. Ach, niedriger Einsatz mal wieder. Ach, Holzpfeile, ey Leute. Die kann man ja zur Not verwenden, aber ja. So, Stoff ist natürlich gut. Da war nichts drin. Oder warte mal, hier Stoff am Boden, roter Stoff liegt am Boden, natürlich. Nehme ich natürlich mit. Ah ja, und hier liegt noch Dingsbums. Leinen, das nehme ich auch mit. Also irgendwas Besonderes hier? Nee, eigentlich nicht, ne? Das war das ganze Geheimnis hier. Warte mal, hier ist ja auch noch ein Zelt, da ist auch noch was drin. Und hier gibt es auch zu lesen. Okay, jetzt wäre ich schon wieder gegangen. Lohnt sich tatsächlich doch hier noch ein bisschen zu gucken. So, da können wir Harz sammeln. 10 Stück habe ich gekriegt. Ödland Mythos der Riesen. Ah ja. Hinweise von einem Schamanen. Ich habe bei der Untersuchung eines Friedhofs einen Schamanen getroffen. Er schweigt, will nicht sprechen oder meine vielen Fragen beantworten. Sehr untypisch für jemanden aus dem Ödland. Vielleicht ein Schweigegelübde? Vielleicht lebt er inmitten der Fossilien, denn er schien sie auf eine mir rätselhafte Weise anzubeten. Als ich ihm eine weitere Frage stellte, zeichnete er einfach eine Rune in den Sand. Alte Hieroglyphen, das machte mich neugierig. Bin nach Ostlapis zurückgekehrt. Dort im Archiv gibt es einen staubigen Kodex zu den Runen des Schamanen. Ich habe das Bild, das er gezeichnet hat, sofort erkannt und die Übersetzung hat mich schockiert. Drachen. Müssen wir vielleicht da jetzt wieder hin? Möglicherweise. Kann ja sein, ne? Ne, müssen wir jetzt anscheinend doch nicht. Hier haben wir noch einen Elixierbrunnen, okay. Und hier haben wir noch ein Fragezeichen. Alles klar. So, ich habe ja geguckt, wo der Weg ist. Weg.
Ja, der Gabel ist hier wieder ab, genau. Und hier ist, oh, hier ist wieder irgendeine Grabding. Also eine Mine. Es gibt hier Schwefel, okay. Ja, ich meine, es sind schon sehr viele Marker auf der Karte, ne? Warum macht man denn noch ein paar solche Minenmarker, wo man auch hinschreibt, was da ist, ne? Schwefelmine, Eisenmine, weiß der Geier was. Das wäre sehr nett hier, aber ja, ist halt nett. Und man kann seine eigene Marke ja auch nicht benennen, was halt auch ein bisschen doof ist. Man wünscht sich das natürlich, dass das mal irgendwann käme. So eine Möglichkeit, dass das beschrieben ist, beschreiben. Ich darf gerade verkehrt, okay. Und hier sind auch solche Knochen. Also da wird antike Knochen. Ja, das ist jetzt korrekt, da gibt es aber ins Miasma rein. Aber da gibt es aber Fragezeichen. So, naja, da gab es der Weg auch wieder. Bin ich hier überhaupt richtig? Die Frage ist da unten wahrscheinlich. Ist hier. Ja, hier gibt es auf jeden Fall so eine Speicherkugel hier. Ja, hier tötet sich wieder jemand, okay. Ah ja. Komme ich an dem Ding vorbei oder so, wenn ich den Weg lang laufe? Nee, nee, ich laufe da dran vorbei, okay. Dann gucke ich jetzt mal näher. So, Miasma. Hier geht es wahrscheinlich wieder abwärts. Irgendwann. Oh, da leuchtet es rot. Oh, oh. Da leuchtet es rot. Ja, rot ist halt immer generell Gefahr, da ist egal, was für eine Passierstufe ihr habt. Ah, Mist, fliegendes Vieh hier, weg mit dir. Fragezeichen ist hier ganz in der Nähe. Ah, eine Wurzel, okay. Nett. Ein verhülltes Lager. Da ist die Wurzel irgendwie großartig bewacht. Käfer höre ich auf jeden Fall. Was ist da oben ein Springkäfer, das Tode? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die kannst du wirklich nicht gescheit angreifen, wenn die fliegen, die Viecher. Ah ja. Die mag ich auch nicht, die haben Magieangriff. Gut, aber... Oh oh. Hehehehe. Ja. Blümchen gibt es ja auch noch. Was hat mich denn da getroffen gerade? Irgendwas hat mich getroffen. Ah, ein Bogenschütze, okay. Wo ist denn der? Der war ja aber gut getan. Junge, stehen bleiben. So geht's nämlich nicht. So. Noch irgendwer, der hier nerven will? Ja. Wo ist er? Hier ist er. Stehen bleiben. Ja, danke schön. So, jetzt habe ich doch aber dann langsam mal hier, oder? Noch irgendjemand, der nerven will? Ja. Der Habe Sabalot, wo sind denn die? Ich sehe die gar nicht.
Ah, da ist er. Waren die hier irgendwo? Ganz vorne? Diese elenden Polypen hier. Ja, es kann halt nicht auch sein, dass irgendwo ein Spawner ist. Ah, cool. Pfeile. Okay, nimmt man auch mal ab und zu gern mit, wenn es keine Holzpfeile sind. Ah, Kühlöl. Nehme ich auch mit. Alte Bücher, naja, für die habe ich noch nie eine wirklich tolle Anwendung gefunden. Was war das gerade? Noch. Ah, hier ist ein Spawner, okay, das erklärt es eigentlich hier. Da mir ständig welche nachkommen. Jetzt komme ich wieder an den Haufen ran, oder wie? Ah, da pfeift drauf, dann behalt es einfach, das Zeug. Ah, das ist schon tot, okay. Und jetzt müsste die Wurzel fallen. Yes, jetzt haben wir wieder pünktlich bekommen, ne? Also es gibt eigentlich nur noch, wenn man so eine Wurzel, eine neue praktisch killt, dass wir da dann einen Punkt bekommen. Aha, was ist das? Jag mal in die Luft. Ah ja, und hier ist wieder ein Spawner. Ja, da kam der nächste. Okay, das Trübel nehme ich natürlich gern mit. Und irgendwo sind Käfer, ich höre es. Da hört man Zeitaufladungsampulle. Ja, ja, das sind Springkäfer, na toll. Ich bin hier nicht. Aber von hier. Nochmal Trüböl. Na, das ist die Verpackung hier. Wir wollen das ja an der Heiltrank. Brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen, das Ding. So, dann war das das. Immerhin eine Wurzel gekillt. Ja. War hier sonst noch irgendwas in dem Lager hier? Kommt wenig durch die Tür durch. Dann halt von oben. Irgendwie wird man schon wieder rauskommen. Ist da irgendwas drin? Nicht wirklich. Nö. Nicht wirklich. So, jetzt hat er orientieren in die Richtung. Und ich weiß, irgendwo kommt wieder rotes Miasma. Aber jetzt müssten wir da an der Stelle, wo wir es mal versucht haben, auch rüberkommen. Oh, hier ist noch eine Nachricht. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ödland, die Geisel. Grausame Gewässer. Das Wasser hat sich zurückgezogen und unsere Schiffe sind kaum noch die Nieten wert, die sie zusammenhalten. Ich erinnere mich noch an die Tage, an denen ich stundenlang mit meinem Vater angeln konnte. Wir kamen uns näher und lachten. Die Welt war reichhaltig und sicher sich unter unser Leben. Jetzt werden wir uns sicher gegen in Stücke reißen. Okay. Ja, ich werde leider angegriffen. Okay, ja gut, die machen gar nicht so viel Schaden. Aber der Text war jetzt auch nicht so relevant.
deswegen bin ich da schnell drüber durchgedingst. Ja. Mann, das war mal irgendwann ein Gewässer anscheinend, ne? Diese roten Dinger. Feuer ehrlich beschwören. Ja, das ist so Quatsch, der Zauberspruch. Der bringt's nicht. Blasplitter, warte mal, jetzt gucken wir nochmal hier. Wir sind bis hier unten hin. Okay, und hier könnten wir aber eventuell oben rüber. Naja, komm, jetzt gilt's. Glück gehabt. Ja, ich überlebe. Ja, perfekt. Das letzte Mal an der Stelle, wo wir rüber wollten, da konnten wir nicht rüber. Da war irgendwie die Passierstufe noch zu nieder, aber jetzt haben wir die maximale Passierstufe. Mehr geht nicht. So, okay, mal wieder orientieren. Na, es hat leider nichts gebracht, darüber zu hupfen. Nee, hat's nicht. Meh. Nee, wieder runter. Ach, komm her. Der Käferle natürlich wieder mal, jo. Und hier ist tödliches Meer zwar. Das wissen wir schon. Und da ist unsere Mine. Ja, wo bin ich denn da damals rübergekommen? Oder wo wollte ich darüber? Ah ja, gut, hier können wir noch runter. Da ist, warte mal, ist hier ein Weg? Ich gar keinen gnadenlosen Schlag mehr ansetzen. Ja, genau hier wollten wir rüber und das konnten wir dann nicht, weil wir da dann im tödlichen Meersmal auf einmal waren. Ja, und jetzt können wir passieren. Also ist unsere Passierstufe hoch genug. Und da war einfach der Bereich halt noch tödlicher, sozusagen. Nicht nur das Rote? Ja, perfekt. Gut, dann kommen wir hier auf jeden Fall weiter. Ja, es ist halt jetzt auch perfekt. Ich meine, hier im Miasma ist es immer dunkel, meistens. Finster und neblig. Es ist aber auch noch Nacht dazu. Das hat... Ja. Ah, Mist. Ja, ich habe jetzt gemerkt, dass ich hängen geblieben bin. Gut, das hat sich nicht rentiert. Wo sind wir jetzt wieder gespawnt? Ah, ja, ja. Naja, gut, okay. Ja, das ist auch gut, wenn das Zeug erstmal gespawnt ist und man dann erstmal nicht weiterkommt. Gut. Naja. Also, hängen bleiben ist Mist. Also gut, aber wir kennen jetzt mittlerweile den Weg. Wir kennen mittlerweile den Weg. Oh, hier geht's Licht an, okay. Gute Brücke. Irgendwas Besonderes? Nö. Nur, dass jemand die Brücke kaputt gemacht hat. Naja. So, aber der Weg ist jetzt anders, wenn's immer. Hat der schon mal gelaufen? Weiß es nicht. So, habe ich. Ach so, ja, weil ich gestorben bin. Ja, Moment mal. Ja, meine ganzen Buffs sind ja weg. Mein Sieger, klar, aber ich habe mir nicht gedacht, warum die Zeit so niedrig ist. So, dann nehmen wir nochmal den Trank. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch wieder ein guter Trank, aber jo. So. Dann da benutzen. Und da benutzen. Naja, gut, jetzt haben wir kein Würztee mehr, aber ist wurscht.
Habe jetzt keinen dabei mehr. Also 26 Minuten haben wir, wenn wir hier reingehen. Das ist aber heiß, ne? Ja. Okay, jetzt müssen wir mal ganz angucken hier. Ja gut, dass wir hier Eisen. Gut. Ah ja gut, das geht direkt die Gruppenmine hier. Genau, doch, wir sind den Weg schon mal runtergegangen. Aua! Warum? Also der Sturzschaden ist schon echt scheiße hier, weißt du das? Elender Bogenschütze. Noch einer. Na gut, wir wissen, ein Bogenschütze gegen einen Nahkämpfer kann er eigentlich einpacken, ne? Genau, da war diese Zeit-Dings hier. Und jetzt können wir wieder Zeug einsammeln. Ja, viel Trüböl. Ich glaube, das war gerade gar nicht so schlecht, das Trüböl. Das war blöd. In ein scheiß Polyp-Ding reingegangen bin, ja. Ah, das da machen wir gleich mal wieder kaputt. Ja, die Spawner wird natürlich auch wieder gemacht hier, wenn man neu ins Spiel wieder reingeht. Dieser Kran. Nee, nee, nee. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Hä? Ah, nee. Jo, das war gut. Ketteneffekt sozusagen. Maximal Damage hier. Das ist ein blaues Mistviech. Getroffen. Kann der auch gerade zu mir fliegen, seitlich? Das ist echt blöd beim Zielen. Ja, beschwer mich dazu halt immer wieder, ne? Klar. Richtig blöd, wenn der seitlich fliegt. So, jetzt kommen wir hier wieder zum tödlichen Miasma. Ah ja, ne, hier ist aber auch der Übergang. Und diesmal versuchen wir hier kein Experiment zu machen, dass wir da gleich wieder runterfallen irgendwie oder hängen bleiben. Das war auch das, weil ich da wieder nach oben geflogen bin und das wird mir oft zum Verhängnis, dass ich aus Versehen dieses Hochgleiten verwende da dann. So, was gibt's hier Schönes? Das Zeug, was man zertrümmern kann. Warte mal, ach nee, hier ist es sozusagen ein Ausguck, dass man sich die Zeit aufladen kann, okay. Also nur mal gucken, ja, hier kommt man natürlich nicht hoch, ne, hier. Also hier Schwefel, also wie soll man an das Schwefel rankommen, das ist ja total utopisch. Warte mal, hier ist ein Weg. Sitzt der mir was? Nee, hier ist nicht keine Höhle. Na, wir müssen mal gucken. Hier geht es aber noch weiter. Vielleicht geht es hier irgendwo raus, Leute. Na, aufpassen, dass du nicht hängen bleibst. Ja, gut, hier gibt es auf jeden Fall noch viel mehr Eisen. Müsst man eigentlich mitnehmen, aber ja, ihr wisst, ich will euch da eigentlich nicht langweilen mit. Aber irgendwann muss ich halt mal, ne? Gut, hier komme ich. Komm mir aber nicht hoch. Guck mal, wie hoch das ist, ey. Und hier geht es irgendwie immer tiefer runter noch. Irgendwo muss es da auch wieder hochgehen. Und gut, hier kann man versuchen, aber es ist zu glatt, ja, und gleich mal zu der Autsch. Na. Ja, manchmal kann man irgendwie durch die Karte gucken. Was mir manchmal nicht gefällt, weil man dann auch unter die Karte glitschen könnte und dann ist man tot. Oder man könnte tot sein auf einmal. Na, hier kommt man jetzt hoch. Küstenwacht. Das ist, ja. Was war denn das jetzt? Warum habe ich jetzt gerade Schaden genommen?
Ich wieder jetzt am Loch gefangen. Na toll. Das kann mich hier eventuell hochspringen. Mal schauen. Also beschädigbar ist es hier. Kistenwach. Komme ich auf dem Scheißding hier wieder raus? Also ich muss auf jeden Fall diese Sprengkugeln produzieren. Das ist essentiell wichtig. Im Zeug kann man sich nicht da so ein bisschen aus solchen Lagen befreien hier. Ja, bloß nach oben komme ich halt auch nicht weiter, ne? Hm. Höchstens, dass es hier noch irgendwas gibt. Ja, wir gucken mal hier unten weiter, ob wir irgendwo nach oben kommen. Ah, hier wird es ziemlich rötlich. Rötlich gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Gut, ich komme hier aber nicht raus, Leute. Ja, ja. Das ist wieder... Also hier muss doch ein Ausstieg geben, Leute. Kistenwach. Hm. Das bringt nichts. Wir müssen nach Westen aber mal weiter gucken noch. Oder wir müssen wieder zurücklaufen. Ah, hier ist tödliches Miasma. Also das ist immer tödlich, das rote Zeug. Warte mal, hier ist... Hier oben ist was. Ich habe in die verkehrte Richtung, ne? Genau, das ist hier Küstenwacht da oben. Nee, also hier kommen wir nicht hoch. Da ist der, ja, sozusagen Miasma-Fluss. Da kommen wir... Das ist, glaube ich, sogar Lapis Lazuli hier, ja. Kommen wir nicht weiter. Müssen wir in der anderen Richtung weiter schauen. Warte mal, war das die Spalte, wo ich da drin gestopft war dann? Wo ich mich da hochgebringt habe dann. Komme ich aber auch nicht raus. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? Hier ist aber halt auch kein Weg, ne? Überhaupt nicht. Wir müssen jetzt irgendwie da irgendwie einen Weg suchen, der da rausführt aus dem Miasma hier. Gut, Zeit haben wir tatsächlich doch ein bisschen, ne? Gut, hier kann man eh wieder Zeit schnappen, wenn es ist. Gut, dass ich nochmal kurz auf die Leertaste gedrückt habe. Das fällt mir natürlich gar nicht. Ich bin da doch ein bisschen runtergerutscht. Ich wollte eigentlich nur auf den Turm steigen. Ja, aber es hat halt kein Geländer, deswegen bin ich da runtergefallen, ne? Aber bei mir gibt es sowas nicht. Treppen ohne Geländer. Lade hier nochmal die Zeit nach. Suchen wir es nochmal da lang. Na, hier ist auch tödlich, ist mir erstmal. Ach nö. Da kommt man gar nicht raus, Leute. Das hilft uns gar nicht weiter. Höchstens hier irgendwo da hinten. Ich kann ja mal ganz kurz. Ah ja. Ihr habt ja gesehen, wie schnell man da tot ist. Gut, okay, alles klar. Wir müssen einen anderen Weg sowieso suchen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz prüfen, ne, ob das jetzt aber bei der höchsten Stufe, ob das immer noch so gefährlich ist. Aber es ist immer gefährlich. Rot ist immer gefährlich. Ja, ist ja auch Gefahr. Ne? Rot ist Gefahr.
Wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo hinten rumkommen. Oder ob wir hier rumkommen. Also von hier, weil hier sind ja auch noch Marker. Die große Beute. Gut, Leute, aber ich würde für heute Feierabend machen. Vielleicht würde ich jetzt nach der Folge noch ein bisschen Zeug einsammeln. Jedenfalls erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Lego. Bye, bye.